Hallihallo und jetzt willkommen zur nächsten Folge von Star Wars Republic Imperialagent bzw. Scharfschütze. Wir müssen hier den ersten Triangulationspunkt scannen. Da waren wir hier dieses Triangulationsgerät und ich bin noch nicht aufs Screen hier hingefahren. Egal, ist ja auch nicht so weit. Wegen uns, sehr gut. Ich weiß nicht, dass wir uns ein kleines bisschen bewegen. Okay. Was haben wir denn hier? War das eigentlich diese Stelle, wo ich in meinem Video, wenn die echt ewig dran hing? So, einmal hier das Ding benutzen. War das richtig oder nicht? Ah. Hat geklappt. Das hat nur geleckt. Einmal Handy. Oder wo? Jetzt Chance an Leggett. Bitte melden, Leggett. Ich weiß, ihr seid beschäftigt, also fasse ich mich kurz. Macht ihr Fortschritte bei der Suche nach Kisa 10? Ich folge dieser Spur. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Lass uns später reden. Ich ertrinke in toxischen Chemikalien und ihr wollt einen Lagebericht? Ja, ich leite diese Operation, aber ich bin auch hier, um euch zu helfen. Also kontaktiert mich bitte, wenn sich die Lage beruhigt oder sich irgendetwas tut. In Ordnung? Verstanden. Flirten, einfach hinreißend. Schlechte Verbindung. Verbindung trennen. Die Autorität steht euch gut. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Aber danke. Und für die Akten. Ich finde es nicht gut, wie Koth die Kommandocodes verwendet. Ich möchte mich dafür entschuldigen. So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich den zweiten scannen. Ja, logischerweise. So. Aber erstmal ganz richtig, weil ich ja lootgeil bin, nehme ich natürlich den Loot auch mit. Was haben wir denn hier? Achso, boah, ich brauche noch mehr Bioanalyse. Oh. Warte, ich mache jetzt das da. Idiotenküche. Bis später dann. Ey, musst du jetzt hier für irgendwas richtig Geiles geben? Gott, am Arsch der Welt, oh Gott. Gut, so weit weg ist es jetzt nur auch wieder nicht, aber. Oh, dann wird so ein Außenposten oder sowas sein. Genau, da war auch, glaube ich, ein Datacron. In der Nähe bei diesem Eingang, da bei diesem gelben Ding, da kann man reingehen, dann einmal ganz die Höhle durchlaufen, dann ist da irgendwo ein Datacron. Werde ich jetzt aber nicht zeigen. Okay, Frontlager der 75. Legion haben wir entdeckt. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Ich werde erstmal das hier nochmal mitnehmen, weil das hier ist ziemlich geil. Gut zum Leveln. Die Ergebnisse sind viel besser, als sie vielleicht aussehen. Sie werden sehen. Na? Hä? So, ich bin irgendwo reingepackt. Oh, jetzt packe ich hier rum. Scheiße. So. 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 Wie viel brauchen wir nochmal? 280. Jetzt sind wir auch schon bei 4. Grades. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Die Aura ist wild. Funken sprühen. So, Gleiter nehmen. Und die zweite Stelle scannen. Sind wir schon im Bereich drin? Nee, noch nicht ganz. Hä? Oh. Der Rakovac wurde dagegen antreten, gegen die. So, oder soll das so sein, dass es ein bisschen laggt? Jetzt brauchen wir direkt den dritten. Ich dachte, jetzt kommt wieder ein Holo-Gespräch. Aber wohl nicht. Moment, ich muss ganz kurz mal was drücken. So. Oh Gott, wie die springen können. Achso, das ist ja gleich hier perfekt. Oh, nicht. Ich hasse diese Stelle. Ich bin da zwar noch nie reingebackt, aber jetzt backe ich mich da auch dauernd rein. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich sehe dann morgen. Nichts. Ich hoffe, dass ihr mehr seht als ich jetzt gerade, weil ich sehe gerade gar nichts. Ich schaue so, dass so lange dauern. Jetzt müssen wir in Holo kommen. Ziffer. Ich glaube, wir haben es. Ich empfange schwache Signale von einer alten tarisianischen Transportstation. Müsste ich wecken, würde ich sagen, dass die Bioforschungsanlage das nächste Ziel unseres Jedi dort ist. Und was ist mit dem Jedi selbst? Was wisst ihr über das dieses Labor? Ich werde mein Opfer finden. Ich sorge schon dafür, dass niemand überlebt. Ich habe vollstes Vertrauen in euch.
Ich weiß nicht, ob der Jedi oder irgendwelche Handlanger das Labor bereits gefunden haben. Also seid vorsichtig. Ich bin gespannt, was ihr findet. Untersuche die Bioforschungsanlage. Wo ist denn die? Ach, das ist sogar der Eingang, den ich meine. Kann ich euch gleich mal auf der Karte auch mal zeigen. Das ist mal wieder ein Sprung Datacron, wie man es auch schon von mehreren Datacrons kennt. So, da hoch jetzt. Können sogar was verkaufen, perfekt. Mechanisches Gemisch. Ja, ich habe ja was irgendwas in die Frachtrampe auch gleichzeitig vorhin gelegt, als ich mir die Modifikation gekauft habe. Weil ich so einen Händler sehe, muss ich direkt einkaufen gehen. Ja. Real Life Kauf bin ich zwar kein Freund von Einkaufen, ganz ehrlich gesagt. Wann ist hier der Händler? Regal, scheiß drauf. Was haben wir hier? Transportstation 5. Oh Gott, am Arsch der Welt. Och nö, jetzt muss man aber durch die ganze Höhle durchrennen. Gott, das ist ja echt am Arsch der Welt. Okay. Hier ist das Datacron in dieser Zone, also muss man auch hier durch den Arsch der Welt rennen. Wir haben gesiegt. Ich hab mich mal wieder ganz kurz im Ohr gekratzt. Warte, kann ich den scannen? Ja, natürlich kann ich den scannen. Starke Gegner kann man immer scannen. Ist meine Gefährten immer noch schön weg? Jep, sind sie. Immerhin gibt's so schön für Bionalisieren. Das ist einzige gute Idee dran mit der Mission. Paradies für mich hier mit dem Bioanalyse. Wo müssen wir hin? Ach, da. Irgendwo kenne ich doch diesen Ort hier. Da hatte ich hier schon mal eine Mission gemacht, damals eine Heldenmission. War das hier drin? Hier ist ein Gegner, den ich wahrscheinlich danach scannen kann, deswegen mache ich den jetzt kaputt. Die Sternenzeichen stehen still. Wir sind misstrauisch. Oh, was Grünes war da gerade. Oh. Und Jacke. Toll. Würde sie beim Gefährten aussehen? Da gefällt mir irgendwie die alte besser, oder? Komm, ich ziehe sie einfach mal an, weil sie neu ist. Farben vereinheitlichen. Okay, die Hosenfarbe gefällt mir gar nicht so. Deswegen mache ich die normal. Weiße Hose finde ich irgendwie passt gar nicht, weil ich bin ja mehr so ein Freund von Farben, die wirklich bei allen gleich sind. Nicht von sowas. Und von verschiedenen Farben. Wie weit sind wir jetzt gerade durchgelaufen? Wow, wir sind beim zweiten Raum. Sonst kann ich nicht rechnen, dann kann ich wieder so fortsetzen. Ich glaube nicht, das Problem, dass es verzögert ist. Das einzige Gute daran, dass meine Verbindung wieder gut ist und natürlich für euch auch in Gesprächen, dass es nicht ewig dauert, bis irgendwas aktiviert. Gefahrstoff. Ich dachte gerade, dass das Ding jetzt nicht getroffen. Schon wieder meine Warnvorstellung. Wir kämpfen für euch und für das Nest. Yep. Aber den da bitte plündern. Was sagen wir, wenn wir hier einmal die Höhle durchlaufen haben, dann beende ich auch schon mal die Folge, weil ich weiß, wird da ein bisschen kürzer, aber dafür mache ich dann die nächste Folge vielleicht sogar etwas länger. Gucken. Das Lied des Jägers beginnt. Hier gibt es so viel Bio zu Bio analysieren. Sonst noch was? Yep. Kannst gleich weitermachen. Alleine arbeite ich sowieso besser. Sie hier nochmal wegschicken. Eine Aufgabe nur für Sie. Oh, danke. 249 sind wir gerade. Gibt es hier was zum Plündern? Natürlich nicht. Scheiße. Ja, schon wieder habe ich Scheiße gesagt. Ich werde immer schade sagen, aber ich sage irgendwie immer Scheiße. Wie weit sind wir jetzt mittlerweile schon? Ich bin fast durch. Wenn wir durch sind, beende ich die Folge. Oh. Mitnehmen.
Das Lied des Jägers beginnt. Ich habe sowieso eine Menge aufgenommen. Also ist gar nicht mehr so schlecht, wenn die Folge etwas kürzer wird. Gibt es ja ordentliche Erfahrungen hier gleichzeitig immer. Also bei richtig vielen Gegnern kriegst du durch diese Attacke richtig viel Erfahrung. Fast verklickt. Eine Katastrophe. Wir sind der Verkünder des Mordes. So, einmal messern und einmal abknallen. Es gibt hier ordentlich Zeug. Dann bist du irgendwie hier anfangen zu springen. Ich weiß nicht, wann die springen muss. Ich auch heißt, nee. So schlimm ist das gar nicht, die Sprünge. Es gibt da schlimmere Sprünge. Was war das gerade? Oh. Nice. Geil. Kann man das irgendwie modifizieren oder so? Natürlich nicht. Kann man die Ohrstücke überhaupt modifizieren? Wir sind über 32, okay, wir sind jetzt 36 noch relativ überlevelt. So. Okay, da hinten ist der Eingang. Da ist komischerweise keine Beleuchtung. Also wird schon wahrscheinlich auch im Gefährtenquest vielleicht noch drin sein. Doch, jetzt kommt irgendwas. Okay, dann ist es eine normale Storyphase. Weil das zuerst hier nicht angezeigt wurde. Also ich würde aber sagen, bevor wir hier reingehen, beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie es hat, auf jeden Fall einen Daumen oben da lassen. Wenn nicht, dann passen wir ein Abo und tschüss. Bis bald.